Alicia Melina ist nun an unserer Seite. Sie war das erste Mal bei uns im Studio. Liebe Freunde, da war sie Miss Schleswig-Holstein. Genau. Zwischenzeitlich hat sie angefangen zu singen, was sie auch noch macht. Aber drittens, das ist das Coolste, du boxst. Ich boxe, genau, ja. Eine Miss, die boxt. Richtig. Die arme Nase. Nein, das passt schon. Ehrlich, wie kommt man da von der Miss, vom Missgesang zum Boxen? Ja, durch die Misswahl sind natürlich viele Sachen passiert. Und da war ich halt auch beim Boxkampf und durfte beim Frauen-Interconti-Kampf eine Deutschlandflagge halten. Und so kam das. Da habe ich einen Boxpromoter kennengelernt und ja, jetzt bin ich Profiboxerin. Nur weil du eine Flagge hältst, heißt halt, ich bin ja Ringsprecher gewesen, bin aber auch nicht beim Boxen gelandet. Das stimmt, aber ich habe mir den Kampf angeguckt und dachte mir so, das kann ich besser. Ja. Man muss nämlich hinzufügen. Klappe, ne? Weißt du? Ja, das weiß ich. Ja, ist so. Man muss ja sagen, Alicia ist sie ist ja ein Fitnessguru, ja. Du bist ja so ein Addicted to Fitness. Also nicht, dass sie denken, wie von einem Mist zu boxen. Man muss ja den Übergang den Zuschauern erklären, sonst denken sie, hä? Genau, ja. Richtig, ja. Aber wie lange boxst du jetzt? Wie lange bist du jetzt schon dabei? Ja, ein Jahr bin ich schon dabei. Mhm. Aber noch in der Amateurklasse, oder? Nee, oder bist du schon? Ich habe direkt mit Profi angefangen. Okay, wie viel hast du schon vermöbeln dürfen können? 4 Kämpfe und 4 Siege durch K.O. Ehrlich jetzt? In der ersten Runde. Also dafür sitzt noch alles gut. Alles, ne? Ja. Dafür sitzt noch alles gut. Also dafür. Ja, aber ist das nicht ein bisschen. Hat man nicht ein bisschen Bammel, ehrlich so? Ich meine, als eine hübsche, attraktive Frau die Nase da reinzuhalten? Also ich muss sagen, mir macht das einfach Spaß, das Boxen halt. Und Sport ja sowieso mache ich ja schon lange. Und ja, jetzt lebe ich mich total aus im Profiboxen. Das gefällt mir einfach. Und ich habe jetzt keine Angst. Natürlich sollte man vor jedem Gegner Respekt haben, aber Angst habe ich auf jeden Fall nicht. Wie bereitet man sich denn so auf so einen Boxkampf dann vor? Naja, mit viel Training. Das heißt, du hast auch eh schon 5-mal die Woche trainiert. Wie oft trainierst du jetzt? 6-mal die Woche, 2-mal am Tag. Auch richtig mit Sparring und so? Ja, genau, ja. Also Rundumtraining, alles dabei. Lauftraining, Sparring, Boxen, Pratzentraining, also wirklich alles. Titel hast du wahrscheinlich noch nicht, das ist noch zu früh, denke ich genau, mal. Ja. Aber anvisiert hast du bestimmt schon, also ein Ziel vor Augen hast du? Ja, also ich möchte gerne dieses Jahr auf jeden Fall noch einen Titelkampf machen. Und mein großer Traum oder mein großes Ziel ist natürlich einer der großen WM-Titel. Da, hat man so ein Limit für sich, also wann es soweit sein könnte oder wird? Also ich denke mal so im Juni werde ich auf jeden Fall schon einen Titelkampf machen. Und ich streng mich natürlich an, also ich bin ja immer mit vollem Elan dabei und ja, ich werde Gas geben und dann gucken wir, wann wir eine WM boxen können. Okay, wir werden vielleicht demnächst bei Alicia Melina vorbeischauen. Liebe Freunde, ja, so weit ist sie schon gekommen. Also gemodelt, Schönheitskönigin, gesungen und boxen. Interessantes Quartett, wenn ich das mal erwähnen darf. An dieser Stelle, ihr habt natürlich die Möglichkeit, uns zu folgen auf Twitter, Instagram, Facebook, wo immer auch ihr wollt. Und wenn ihr mal das eine oder die eine oder andere Sendung verpassen solltet, auch kein Problem, dann schaut bei uns vorbei auf youtube.com/orientalnighttv. Unser Archiv ist natürlich immer online, falls ihr mal die eine oder andere Sendung euch genauer angucken wollt. Und da findet ihr auch die Sendung mit Alicia, ja, nebenbei mal. So, ich wünsche dir viel Glück, viel Erfolg. Ja, vielen Dank. Alles Gute. Dankeschön. Aua, meine Hand hat wehgetan, nicht so doll drücken, liebe Freunde. Und euch da draußen wünsche ich natürlich ein schönes Wochenende. Schaltet wieder demnächst ein, vielleicht mit Alicia und mit mir. Und sie hat ein blaues Auge und ich bin K.O. oder wie auch immer. Ja, genau. Du würdest mir gerne einen runterhauen, oder? Nein. Bin ich aber froh. Also in dem Sinne, schönes Wochenende. Tschüss.